Hugo Kaun wurde am 21. März 1863 in Berlin geboren. Sein Vater Ludwig war 1830 in Konitz in Westpreußen geboren. In der Nähe war die Tucheler Heide. Der Bahnhof von Konitz. Von Konitz aus zog der Vater nach Berlin. Durch Heirat mit Wilhelmine Kreutlein am 15. September 1862 kam er zur Zunft der Weber. Das junge Paar erwarb in Berlin-Friedrichshain, nahe beim Ostbahnhof, zwei Grundstücke. Sie befanden sich nahe beim Frankfurter Tor in der Blumenstraße. Das Frankfurter Tor in einem Ölgemälde, wie es um 1750 aussah. Hinter dem Tor lag die Weberwiese, ein kleines Land, damals mit kümmerlichen Kiefern bewachsen. Hier um 1930. Und so sieht die Weberwiese heute aus. Nach dem Kriege erbaute der Architekt Henselmann 1952 die Stalinallee. Und dies war eins der ersten Hochhäuser. Eine Gedenktafel erinnert daran. An dem Gebäude sieht man noch deutlich die Einschlaglöcher von Granaten. Das Frankfurter Tor befand sich an der heutigen U-Bahn-Station Weberwiese, früher Memelerstraße. Neunzehnhundertfünfundvierzig litt die U-Bahn-Station besonders schwer unter dem Bombenterror. Die ganze Gegend war heftig umkämpft. Nur noch wenige Häuser, so wie diese hier am Frankfurter Tor, Ecke Frankfurter Memelerstraße, waren übrig. Dies ist das einzige Haus in der Blumenstraße, was den Krieg überdauert hat. Die Hausnummern der Blumenstraße wurden alle geändert. Früher trug das Haus die Nummer 39, jetzt hat es die Nummer 49. Die anderen Häuser mussten in den 50er Jahren beim Bau der Karl-Marx-Allee auf der ehemaligen Frankfurter Straße, Großen Frankfurter Allee, weichen. Hugo Kauns Vater Ludwig hatte zwei offenbar gegenüberliegende Häuser, Blumenstraße 43 und 34a gekauft. Hier ungefähr müssen sie gestanden haben. An der Kreuzung Blumenstraße, Krautstraße. Ein Jahr später kam der Hugo Kaun am 21. März 1863 in einem der beiden Häuser zur Welt.
Hugo Kauns Eltern hatten prächtige Stimmen, und so ging die Familie an schönen Sonntagen in den nahegelegenen Friedrichshainer Park, um dort zu singen. Der 1880 erbaute Saalbau am Friedrichshain war Berlins größte Konzerthalle. Hugo Kaun besuchte in Friedrichshain die Volksschule und danach das Andreas-Realgymnasium. Durch viel eigenes Geschick gelang es Hugo Kaun, auf die Königliche Hochschule für Musik aufgenommen zu werden. Der Leiter war Philipp Spitter. Kauns Lehrer waren Oskar Reif, hier ein Bild, und sein Bruder Karl. Auch wurde er Meisterschüler bei Friedrich Kiel. Als sein Vater 1876 plötzlich auf einer Handelsreise starb, beschloss Hugo Kaun, nach Amerika zu gehen. 1887 bestieg er den Dampfer Ems. Nach einer sehr stürmischen, unangenehmen Fahrt erreichten sie New York. Dann ging es mit dem Zug weiter nach Milwaukee, damals die deutscheste Stadt der USA. Der Hauptbahnhof von Milwaukee, hier die Hauptstraße und das Rathaus. Kaun wurde Dirigent des Milwaukee Liederkranzes, der heute noch existiert. Hugo Kauns Bruder Richard vermarktete die Werke seines Bruders in Berlin und der dritte Bruder Wilhelm ging extra in die USA, um dort mit einem neu gegründeten Musikverlag die Werke zu verbreiten. Zu Milwaukee städtischen Musikdirektor Christoph Bach, welcher aus Kassel stammte, nahm Kaun Kontakt auf. Da die Einkünfte aber nicht ausreichten, zog Kaun bald weiter nach Chicago. Hier heiratete er am 3. Juli 1887 seine Frau Clara, geborene Friedrich, welche ihn schon aus Berlin aus seinem Kaunschen gemischten Chor kannte und mit ihrer Familie in die USA nachgezogen war. Die symphonische Dichtung Vineta ist ein Meisterwerk aus Kauns Anfangszeit. Zunächst schuf Hugo Kaun auch Musikstücke für Amerika.
wie die symphonische Dichtung Minnehaha und Hiawatha. Da lernte er auch Theodore Thomas, den weltberühmten Gründer des Chicago Symphonieorchesters, kennen. Und ebenso auch den Theoretiker Bernhard Ziehen. Nachdem Cowan bereits einige Erfolge erzielt hatte, schrieb er 1888 seine erste Symphonie, welche von Theodor Thomas im Chicagoer Auditorium Theater aufgeführt wurde. Mit der Eisenbahn bereiste Cowan die Umgebung von Chicago und Milwaukee, um die deutschen Chöre aufzubauen. Dabei lernte Cowan auch noch den Chorleiter und Dirigenten Wilhelm Böppler und den Organisten Wilhelm Middelschulte kennen. 1902 nahm er Abschied von den USA und ging wieder zurück nach Berlin. Und 1910 entstand seine zweite Symphonie, die er dem Reichsmusikkammerpräsidenten Dr. Peter Raabe widmete. Zu seinen vielen Freunden zählten auch Walter Petzet, Robert Laux, dem er seine dritte Symphonie widmete, und Max Wiedemann. Neben Chören schrieb Hugo Cowan noch viele Lieder. Die Sopranistin Judith Erb hat einige zusammen mit der Pianistin Doriana Chakarova eingespielt. Unter dem Pseudonym Ferdinand Bold schrieb Cowan etliche Solo-Stücke. Sein erstes bleibendes Klavierkonzert, das allererste hatte er zurückgezogen, widmete er dem Pianisten Leopold Godowski. Die Uraufführung erfolgte 1905 durch die Pianistin Vera Maurina. In der damaligen Schwerinstraße, heute in Kaunstraße 25, baute sich Hugo Cowan 1902 eine romantische Villa. Thank you.
Hier ist er vor seinem Haus zu sehen. Hugo Kaun mit Ehefrau Clara, links Tochter Maria, rechts Ella. Sein Sohn Bernhard Kaun wurde später Komponist. Er schrieb die Musik zu vielen Filmen, zum Beispiel Frankenstein. So sah die Kaun-Villa innen aus. Tochter Maria Kaun gründete später den Amsel Verlag, um Kauns Werke zu verbreiten. Hier ist sie am Flügel zu sehen. Nachdem der Komponist am Abend zuvor eine Saxophonsuite vollendet hatte, starb er am Morgen des 2. April 1932 an Herzversagen. Sein Grab ist auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof.